Herzlich willkommen bei Horoskop-Analyse Teil 2. Liebe Leonarda, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese 12 Lebensbereiche. Und wir fangen jetzt an. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ich könnte sagen, dein erster Atemzug, dein Geburtsmoment, ist die tierkreiszeichnende Zwillinge in Osthorizont aufgestiegen. Du bist ein Kind davon und das begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Die tierkreiszeichnende Zwillinge gehört zum Luftelement und das gibt dir Leichtigkeit, das Spielerische, das Unabhängigkeit, dieser Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Du brauchst immer einen gewissen Spielraum. Und weil Zwillinge stehen auch zum Jugend, verleiht dir eine jugendliche Aussehen. Du bist sehr beweglich im Leben. Dazu muss ich sagen, dass die tierkreiszeichnende Zwillinge ist in Osthorizont aufgestiegen. So zwei Drittel hat den Tageslicht schon erblickt und erst dann bist du geboren. Das heißt, die tierkreiszeichnende Zwillinge wirkt auch auf dem 12. Lebensbereich. Ich setze das hier. Wirkt auf beiden Lebensbereichen. Was wichtig ist, dieser Tor zu dem ersten Lebensbereich, mit anderen Worten dein Lagna oder dein Aszendent, ist auf jeden Fall Zwillinge. Übergehen wir auf den 2. Lebensbereich. Hat auch ein geheimes Tor, weil das öffnet sich zu diesem Lebensbereich und das ist die Tierkreiszeichen Krebs. Die Krebs öffnet den 2. Lebensbereich, aber hat einen Einfluss noch auf deine Persönlichkeit. Und das bedeutet, du bist sehr gefühlsvoll, sehr mütterlich, hilfsbereit und du hast ein großes Bedürfnis nach ein Zuhause und du gibst auch Geld aus für dein Zuhause und du hast ein gutes Gefühl, ein gesundes Bauchgefühl bei Investitionen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, was kaufen? Wann sollst du eher abwarten, wenn du auf dein Gefühl hörst? Der dritte Lebensbereich öffnet sich mit Löwe, aber hat einen Einfluss auf die 2. Lebensbereich. Deinen Werten bewusst zu sein, Selbstwertgefühl, und das ist dieses Selbstbewusstsein. Und weil das öffnet den 3. Lebensbereich, für dich das ist wichtig, auch in Schule wahrgenommen zu werden, also auch in früheren Jahren. Und auch in deiner vertrauten Umgebung oder in Familie, Verwandten, ist für dich wichtig, dass sie dich wahrnehmen. Du möchtest gerne glänzen, in den Mittelpunkt stellen. Und wenn du selbstbewusst bist und bist mit deinen Werten bewusst, verbessert sich die Finanzen. Der 4. Lebensbereich öffnet sich mit Jungfrau, aber hat noch Einfluss auf den 3. Lebensbereich. Dein Zuhause muss immer rein, sauber sein, weil du liebst Ordnung. Und Jungfrau ist Erdeelement, das heißt Basis, Fundament, Sicherheit, Stabilität. Und hier im tiefsten Punkt des Horoskopes zeigt, wie wichtig das für dich ist, einen sicheren Boden unter deinen Füßen. Über die Tierkreiszeichen Jungfrau herrscht Merkur und das vermittelt Wissen. Das heißt, in der Schule zeigt deine Intelligenz,
Aber Jungfrau neigt dazu, kritisch zu sein. Und das erlebst du bei Verwandten, bei Nachbarn, bei Bekannten. Entweder du betrachtest es kritisch oder sie kritisieren dich. Ist auch möglich. Die fünfte Lebensbereich öffnet sich mit Waage und hat noch einen Einfluss auf deinen vierten Lebensbereich auch. Waage ist die Kreativität, die Schönheitssinn. Also du legst großen Wert drauf, dass dein Zuhause nicht nur sauber Ordnung herrscht, sondern das soll auch schön sein. Und weil die Waage öffnet sich die fünfte Lebensbereich, das bedeutet deine Kreativität und Harmonie zum Kinder. Über Tierkreiszeichen Waage herrscht Venus und das ist weiblich, kann auch ein Hinweis sein, ein besonderen Bezug zum Tochter oder Enkeltochter. Die sechste Lebensbereich öffnet sich mit Skorpion und hat aber noch einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich. Aber dominiert immer, also die Tierkreiszeichen dominieren, die diese Tür öffnen. Das heißt im ersten Lebensbereich Zwilling, im zweiten Lebensbereich Krebs, dritten Lebensbereich Löwe, vierten Lebensbereich Jungfrau, fünften Lebensbereich Waage. Also die dominieren, aber haben noch eine Färbung, einen Einfluss, weil sie überrutschen auf den anderen Lebensbereich. Also das heißt, die Skorpion hat einen Einfluss auf die sechste Lebensbereich, auf die Arbeit. Das kann auch Spiritualität, die Richtung Spiritualität bedeuten. Bedeutet auch, dass du immer dich durchsetzen musst im Arbeitsplatz und brauchst immer diese Kraft. Und dass du vorsichtig sein sollst mit Kollegen, Kolleginnen, dass du das durchschaust und dich behauptest, dass du dich Kraft zeigst. Die siebte Lebensbereich öffnet sich mit Schütze und zeigt etwas über deinen Partner, über deine Partnerschaft. Aber die Schütze hat noch Einfluss auf den sechsten Lebensbereich auch. Schütze vermittelt Beweglichkeit, Sport auch. Also der Partner soll aktiv sein, sportlich sein, unternehmungslustig sein, hat einen Bezug auf Ausland, entweder kennenlernst du im Urlaub oder der Partner hat ausländische Herkunft oder schlicht einfach ist wichtig, dass er auch die Reisen, die Veränderungen dieser Bewegung auch liebt. Die achte Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock, hat noch einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Steinbock ist wichtig die Pflichtbewusstsein, die Ernsthaftigkeit und das sollst du auch beachten, wenn es um ämtliche Sachen geht oder um die Finanzen, dass du da wirklich die klare Kopf bewahrst. Und hier bei Erde-Element bedeutet auch vernünftig zu sein. Du brauchst hier die Vernunft und auch Ziele setzen und das auch erreichen. Die neunte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Wassermann. Und das bedeutet außergewöhnliche Verbindung, außergewöhnliche Kontakte im Ausland und schenkt dir auch Leichtigkeit. Hat auch einen Bezug zu deinem Aszendent, beide gehören zum Luftelement und das heißt, du kannst dich im Ausland wirklich entfalten oder hast schöne außergewöhnliche Kontakte. Die zehnte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen, hat einen Einfluss auf den neunten Lebensbereich. Die elfte Lebensbereich öffnet sich den Tor
mit Widder, aber beeinflusst die 10. Lebensbereich. Und die 12. Lebensbereich öffnet sich mit Stier, hat aber einen Einfluss noch auf den 11. Lebensbereich auch. Wenn du die Tageshoroskopen anschaust, nach indischen Astrologie, dann kannst du das jeden Tag verfolgen, wie bewegen sie sich Sonne, Mond und die Planeten. Und dann kannst du auf dein Horoskop das umsetzen, dann weißt du ganz genau, welchen Planet, welchen Lebensbereich gerade aktiviert. Und jetzt schauen wir an, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten. In dein Geburtshoroskop befindet sich Sonne in Tierkreiszeichen Fischen und das im 9. Lebensbereich. Ich habe gesagt, die Fischen öffnet den Tor zum 10. Lebensbereich, aber hat noch einen Einfluss auf den 9. Lebensbereich. Die Sonne befindet sich in Fischen, aber im 9. Lebensbereich. Und da fließt deine Lebenskraft, deine Lebensenergie. Was bedeutet die Tierkreiszeichen Fischen? Du bist in Tierkreiszeichen Fischen geboren, also das bedeutet dein Selbst. Die Tierkreiszeichen Fischen befindet sich zwei Fischen. Astronomisch heißt das den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Die beiden Fischen bewegen sie sich in eine andere Richtung. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Und die Wasserelement hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Das symbolisiert die Gefühle. Du nimmst die Welt mit Gefühlen wahr. Und hier ist sehr wichtig, in welche Richtung orientierst du dich, weil das sind zwei Fische. Es gibt Fischengeborenen, die haben ständig Angst. Sie zweifeln an sich selbst. Die verlieren den Boden unter den Füßen. Und sie haben das Gefühl, es bewegt sich nichts voran, sie kommen so hilflos vor. Das wäre die eine Richtung. Ich habe ein bisschen übertrieben, aber diese Neigung ist da. Die andere Richtung beschreibt Neptun-Energie. Und Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Und das bedeutet ein Traum, eine Vision. Als Ziel setzen und daran glauben. Und das Vertrauen. Und dann loslassen und geschehen lassen. Dann kommt das alles im Fluss. Und hier in Tierkreiszeichen Fischen ist die Reichtum verborgen. Die Geheimnisse des Lebens und die Reichtum verborgen. Das ist eine Vision, ein Traum und diese Vorstellungskraft, daran zum Glauben und nicht aufgeben. Wenn du das kannst, als Fischengeborenen, du hast einen Bezug dazu, dann wirst du sehen, wie sich das erfüllt. Und das führt zu ein glückliches Leben. Mond symbolisiert die Gefühle. Mond befindet sich bei dir in der Tierkreiszeichen Jungfrau im 4. Lebensbereich. Jungfrau. Du kannst selbst auch erkennen, Sonne und Mond liegen gegenüber. Das heißt, du bist in einem Vollmondtag geboren. In indischen Astrologie heißt es, die sind die Glückskinder, weil sie beschreiben, bei diesen Menschen, die im Vollmond geboren sind, wird das Lebensweg beleuchtet. Das ist das Licht da, auch dieser Glanz.
Also betrachte das als Glück. Natürlich ist wichtig hier die inneren Gleichgewicht. Mars befindet sich in den Tierkreiszeichen Krebs und das im ersten Lebensbereich. Also Krebs, aber im ersten Lebensbereich. Und das bedeutet, du musst dich ständig behaupten im Leben, dich durchsetzen im Leben. Bedeutet auch deine Kraft. Und das nicht aggressiv, weil die Tierkreiszeichen Krebs kann gar nicht aggressiv sein, weil das ist Wasserelement. Also du machst sehr gefühlsvoll. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Widder im 10. Lebensbereich, hier ganz oben. Also Merkur steht ganz oben. Und für dich ist diese Merkur-Energie sehr stark. Du hast Aszendent Zwillinge und Merkur herrscht über Zwillinge. Dein Mond im Jungfrau, Merkur herrscht auch über Jungfrau. Und dann steht noch ganz oben im Horoskop, die wieder Energie gibt, die Stärke dazu. Natürlich kann auch bedeuten, dass du sehr direkt bist und sagst, was du denkst, geradeaus. Natürlich ist das sehr möglich. Und weil Krebs wirkt auf deine Persönlichkeit, kann natürlich auch bedeuten, dass du dann in den nächsten Moment bereust und dann ziehst du dich zurück. Aber hier mit Merkur kannst du dich behaupten, auch beruflich behaupten. Berufung, wo du handeln kannst, wo du Kontakte hast mit Menschen oder bedeutet auch Schulungen anbieten, dein Wissen vermitteln oder ein Buch zu schreiben. Du bist sehr gut mit der Sprache. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im 9. Lebensbereich, dort wo deine Sonne auch ist. Jupiter bedeutet das innere Sonne, bedeutet Weisheit. Jupiter steht sehr stark im 9. Lebensbereich, weil Jupiter herrscht über den 9. Lebensbereich und das bedeutet Weisheit. Und das hast in dir. Venus ist der Planet der Liebe und zeigt die Weiblichkeit, befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann im 8. Lebensbereich. Hier brauchst du Transformation. Hier liegt auch die Sexualität und zu deinem Weiblichkeit zu stehen und auch zur Sexualität. Nicht unterdrücken, auch nicht keine Hemmungen haben, sondern zu deiner Weiblichkeit auch stehen. Das ist dieser Prozess, die Transformation. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Also im 8. Lebensbereich. Aber nicht im Steinbock, sondern im Wassermann. Und Wassermann vermittelt Leichtigkeit. Du kannst deine weibliche Energie in Ausdruck bringen, wenn du in Leichtigkeit bist. Und brauchst auch den Humor. Und Wassermann beschreibt noch etwas. Einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Wenn du das verinnerlichen kannst, dass du als Frau außergewöhnlich und einzigartig bist, weil dein Venus im Wassermann ist und das entspricht deiner Natur, dann hast du diese Natürlichkeit und das mit Leichtigkeit.
Saturn erteilt Lernaufgabe und befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock und auch in diesem achten Lebensbereich. Hier hast du die Lernaufgabe und das ist die Transformation. Hat auch mit deiner Venus-Energie auch etwas zu tun, wobei Venus nicht mehr im Steinbock ist, sondern schon im Tierkreiszeichen Wassermann. Uranus ist rückläufig und befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Diese Rückläufigkeit von Uranus bedeutet Umbrüche und Veränderungen. Und die Rückläufigkeit zeigt karmische Themen. Wo sollst du dich verändern? Was sollst du verändern? Wo liegen die karmischen Themen? Das sind die Bereich Werte, Selbstwertgefühl. Dein Selbstwertgefühl sollst du verändern. Dann kommen in dein Leben die Umbrüche und Veränderungen. Geht alles in anderen Richtung. Und diese Wertschätzung auch verlangen von anderen. Neptun ist auch rückläufig in Tierkreiszeichen Waage. Im vierten Lebensbereich. Und das bedeutet, du brauchst die Sicherheit und die Stabilität. Du brauchst dieses Fundament. Und die Neptun-Energie gibt dir das, dieses Fundament. Nicht umsonst bist du in Tierkreiszeichen Fischen geboren. Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Das bist du selbst. Du selbst bist du die Basis, die Sicherheit und Stabilität. Aber lebt die Neptun-Eigenschaften. Neptun ist nichts anderes als Poseidon, der Gott des Meeres. Es ist nicht die feste Boden, sondern das ist Wasser. Wasser, das ist deine Stabilität, das ist deine Intuition, deine Inspiration und deine Träume. Neptun steht zum Traumbilder. Es ist rückläufig. Hier hast du auch karmische Themen. Natürlich ist das ein Hinweis, dass du sehr kreativ bist und hast du diese Quelle, deine Intuition und Inspiration. Aber es war in früheren Leben nicht einfach im Tat umsetzen. Und jetzt lernst du das Verwirklichen. Vertraue dieser Kraft in dir. Pluto ist auch rückläufig. Und das in der Tierkreiszeichen Löwe. Also hier hast du auch karmische Themen. Wieder die zweiten Lebensbereich, deine Werte, damit bewusst zu sein, weil Pluto zeigt, das ist deine Stärke, das ist deine Kraft und das ist deine Macht. Ich habe jetzt alle Planeten, Sonne und Mond unterteilt. Die Lebensbereiche, was für dich sehr wichtig ist, natürlich dein Aszendent, deine Persönlichkeit, dann deine Werte. Wichtig ist die Kontakte, Schulungen und Bildung. Wichtig ist dein Zuhause. Wichtig ist die Transformation deiner weiblichen Energie. Ausland ist wichtig und deine Berufung ist wichtig. Das, was betont ist in dein Geburtshoroskop. Und jetzt betrachten wir die Mondhäuser, weil das hat auch einen Einfluss. Das gibt in indischen Astrologie, in westlichen Astrologie gibt diese Mondhäuser nicht. Und das bedeutet die Tagesbewegung des Mondes und die Einflüsse von Fixsternen. Die Mond nimmt das auf und leitet uns weiter. Und so ist nochmal dieser Horoskop unterteilt. Das ist wie ein Mondkalender. Dein Aszendent hier bei Tierkreiszeichen Zwillinge befindet sich in ein Mondhaus
Und dieses Mondhaus heißt Punarvasu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius wurde bei Ägypter verehrt, ein ganz hell leuchtenden Stern der Himmel, vielleicht sogar die hellste Stern im Himmel, wie ein Diamant leuchtet Sirius und zeigt in eine Richtung, und das ist Polarstern, und Polarstern oder Nordpol dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung und brauchst diesen Glanz. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Nimm das im Besitz. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und die Mondhaus heißt Revati und bedeutet Ende des Flusses, etwas zum einen krönenden Abschluss bringen. Das, was ich vorher auch erwähnt habe, dein Talent, deine Kreativität, deine schöpferische Kraft und auch deine Intuition und deine Inspiration und deine Vision, deine Träume war immer da. Aber das hast du nicht zum Ende gebracht. Und deine Seele hat jetzt diesen Schicksalsweg ausgesucht, damit das in einen krönenden Abschluss bringst, dass du im Ziel angekommen bist. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen eine Jungfrau und dieses Mondhaus heißt Chitra und wird von Spica bestrahlt. Dieser Stern Spica wurde bei Römer verehrt und das ist die Weizenähre der Jungfrau. Und das symbolisiert Ernte. Natürlich, bis diese Ernte kommt, braucht Zeit und Geduld. Aber du kommst ins Ziel, du erntest es. Alles, was du beginnst, brauchst zwar Geduld, aber du erreichst deine Ziele, das trägt Früchte. Nochmal betont das dein Horoskop. Dein Mars ist die Kraft, wie du dich durchsetzt im Leben. Natürlich beschreibt auch der Mann, wie stellst du die Partnerschaft vor, welche Eigenschaft soll ein Mann haben. Und das ist Krebs, also gefühlsvoll, familiär. Dieser Mondhaus heißt im Krebs Pushia und bedeutet deine Intuition zum Leben. Und hör auf dein Gefühl und dein Gefühl sagt, welcher Zeitpunkt ist wichtig zum Handeln, wann ist das besser, abwarten, zurückhaltend sein. Dein Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, hier im höchsten Punkt des Horoskopes. Und dieser Mondhaus heißt Ashwini und bedeutet Heilung. Entweder brauchst du selbst eine Heilung, weil andere verletzen dich und du musst dich ständig behaupten und dich zu wehren und es immer in Sprache bringen. Und da brauchst du eine Heilung oder du bist zu schnell mit der Sprache und sagst etwas direkt und dann bereust du das und verletzt dich das auch und deswegen brauchst du Heilung. Bedeutet auch Wissen, das kann auch die heilerische Berufung sein, wo dein Wissen liegt. Jupiter zeigt deine inneren Größe, damit bewusst zu sein, das ist diese Weisheit, und bringt eine optimistische Haltung, bringt auch Glück im Leben und sorgt für die göttliche Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen für Ungerechtigkeiten. Dieses Mondhaus heißt Uttarabhadra und das bedeutet ein Reinigungsprozess, geben und nehmen, im Gleichgewicht halten, daran liegt diese Weisheit, dein Leben im Gleichgewicht bringen, in Ordnung zu bringen. Venus, deine weibliche Energie, befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und dieses Mondhaus, wo dein Venus liegt, heißt Shatabisha, übersetzt bedeutet das 100 Ängste oder 100 Glück. Eigentlich ist in diesem Bereich sind sehr, sehr viele Glückssterne. Nicht umsonst heißt es Glück. Aber wenn du Angst hast, Angst vor Beziehung oder Angst, die Liebe zu leben oder die Sexualität zum Leben, das blockiert dein Glück.
Also Angst loslassen. Und genau hier im neunten achten Lebensbereich heißt es auch diese Transformation. Saturn ist der Planet des Schicksals und Karma, belehrt uns auch im Steinbock. Und dieser Mondhaus heißt Tanishta und es ist ein Grenzgebiet. Ein Grenzgebiet zwischen Steinbock und Wassermann. Die Ernsthaftigkeit, die Steinbock, und die Leichtigkeit, die Wassermann. Hier vermischt sich das alles und das ist deine Lernaufgabe, beides zum Leben. Steinbock heißt Ziele setzen, das nicht aufgeben. Und geduldig zu sein und diese Ausdauer zu haben, und kommt die Wassermann-Energie dazu, als hier in diesem Grenzbereich, und zeigt das mit Leichtigkeit, mit einem Adlerblick, dass du die Zusammenhänge erkennst, brauchst diesen Weitblick, diese Leichtigkeit. Uranus befindet sich in Löwe, hier im zweiten Lebensbereich, Uranus, hier im zweiten Lebensbereich, wo um Werten geht und um Finanzen geht. Dieses Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen und war immer der Stern der Könige und Herrscher und Herrscherhäuser. Es ist rückläufig. Uranus ist rückläufig in diesem Mondhaus und das zeigt karmischen Themen. Und das bedeutet, in früheren Leben war die Reichtum da. Vielleicht sogar in ein Königshaus bist du geboren. Also sei mit diesen Werten bewusst. Natürlich liebt auch Luxus und gibt gerne Geld aus für Luxus. Neptun ist in Tierkreiszeichen Waage, hier im tiefsten Punkt des Horoskopes, beeinflusst auch deine Wohnsituation, rückläufig wieder karmischen Themen. Dieser Mondhaus heißt Vishaka. Vishaka ist eine Feuergöttin, aber nicht als zerstörerische Kraft, sondern bedeutet Reinigung. Und verbrennt alles, was im Weg liegt. Wir könnten sagen, das ist eine Loslassen, eine Art Transformation, Prozess ist es. Alles hinter dir lassen, verbrennen, was im Weg liegt, dann hast du diese Kraft und das ist deine Stabilität und Sicherheit und hilft dir, in diesem Kraft zu bleiben. Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch Kraft, auch in Tierkreiszeichen Löwe, wieder die Werte. Und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und symbolisiert Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Hier hast du karmische Themen, etwas kehrt zurück oder sind Erinnerungen. Und dieser Mondhaus zeigt, das wird zum Vollendung kommen. Du kommst ins Ziel. Natürlich bedeutet auch Finanzen. Es gibt zwei Mondknoten und die zeigen auch karmische Themen. Die eine ist Ketu und das bedeutet alte Karma. Alte Karma. Alte karmischen Erinnerungen bei dir in Tierkreiszeichen Steinbock und befindet sich im siebten Lebensbereich und hat mit Partnerschaft zu tun. Das heißt, du lebst eine Partnerschaft und das ist diese Begegnung im seelischen Ebenen. Das heißt, du kennst deinen Seelenpartner, weil das kehrt wieder zurück. Wo deine Lernaufgabe liegt, weil deine Seele diesen Weg ausgesucht hat, ist aber ein Neuland, was du aneignest, weil das dich befreit, das ist die Tierkreiszeichen Zwillinge. Nein, nicht Zwillinge, die Tierkreiszeichen Krebs, genau, Steinbockkrebs, in Tierkreiszeichen Krebs. Da liegt dein Ketu, ist im Tierkreiszeichen Steinbock,
und das symbolisiert alte Karma, das ist im siebten Lebensbereich, genau, und Rahu, was den neuen Weg betrifft, was deine Seele ausgesucht hat, ist im ersten Lebensbereich und im Tierkreiszeichen Krebs. Und das bedeutet, dein Selbst zu leben. Und Krebs, das ist ein Zuhause, das ist das innere Zuhause, wie ein inneren Tempel, wo deine Seele sich wohlfühlt. Und das ist der Weg, was dich befreit. Und hier liegt dein karmischen Themen. Und in diesem Weg gehst du und das befreit dich. Und lebst dann aber deine Persönlichkeit. So kommt deine Persönlichkeit im Ausdruck und so bist du dann auch wahrgenommen. Sonne, Mond und die Planeten sind in diesem Lebensbereich, wie ich das gezeigt habe. Sie kommunizieren aber miteinander. Das ist wie ein Netzwerk und sie haben Einfluss. Sonne und Mond werft eine Bindung auf dein Aszendent, was dich als Kind symbolisiert und das ist eine gewisse Spannung. Das hat mit deiner Kindheit etwas zu tun. Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter. Und beide Lichter haben auf dein Aszendent einen Spannungsaspekt, nennt man das. Und das sind Themen von Kindheit. Entweder warst du übersehen oder deine Werte waren nicht erkannt oder war zu wenig Aufmerksamkeit da. Du hast dich nicht verstanden gefühlt in deiner Kindheit, kann auch bedeuten, dass es Spannung war zwischen deinen Eltern und es fehlte die Ruhe zu Hause. Und das sollst du jetzt überwinden und um dein Leben kümmern und auch um dein inneren Kind kümmern. Mars und Venus verbinden sich mit einem sogenannten Quinkungsaspekt. Mars und Venus hier stehen in einer engen Verbindung. Und dieser Quinkungsaspekt bedeutet Unsicherheit. Und Mars und Venus hat mit Liebe was zu tun. Die Grund, die Ursache liegt in Kindheit. Das sind Ängste, Bindungsängste. Und auch diese Unsicherheit, was auslöst in Partnerschaft Themen, soll ich nicht, kann ich auf ihn vertrauen oder nicht, das kann in beide Richtungen ausschlagen. Dieser Quinkungsaspekt ist wie ein Pendel, man weiß nicht, in welche Richtung das ausschlägt und natürlich dadurch entsteht eine innere Unsicherheit. Saturn steht sehr gut in Verbindung zu deiner Sonne und steht sehr gut in Verbindung zu deinem Mond. Saturn, Sonne. Saturn, Mond, eine ganz große Unterstützung. Das heißt, Saturn ist dieser Meister, unterstützt dich und hilft dir, dein Leben in Ordnung zu bringen, gibt dir Halt und Sicherheit und Stabilität, eine sehr große Unterstützung. Saturn hat einen Bezug zum Großeltern, also das kann in deiner Kindheit auch bedeuten, dass die Großeltern waren für dich da und sie haben dir diese Rückenstärkung natürlich auch gegeben. Liebe Leonarda, das war die Teil 2 bei dieser Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.